Du wolltest in Firefox schon immer einen Adblocker installieren? Dann bist du hier genau richtig. Schütte deinen Kaffee ein und genieße das Video. Dein erster Schritt ist, Firefox zu starten. Und wenn sich dein Firefox bzw. dein Browser gestartet hat, gehst du oben rechts auf die drei Punkte, das Anwendungsmenü. Das Anwendungsmenü wird sich aufklappen und dann gehst du einmal auf Add-ons und Themes. Firefox wird jetzt ein neues Fenster eröffnen, Erweiterung verwalten. Hier kannst du deine Erweiterung deaktivieren und aktivieren. Solltest du noch keine Add-ons installiert haben bzw. Erweiterung, dann steht mittig addonsmozilla.org. Dann kommst du direkt auf die Erweiterungsseite. Solltest du schon welche installiert haben, dann gehst du oben auf die Suchleiste und gibst einmal Adblocker ein. Falls du nicht weißt, wie du Firefox Add-ons installierst oder deinstallierst, dann klick jetzt oben auf das i, da erkläre ich das Ganze nochmal. Dein Browser wird sich jetzt mit dieser Seite verbinden, Mozilla Add-ons bzw. Firefox Add-ons. Wir suchen hier einmal Adblocker, oben rechts ist die Suchleiste und da gibst du Adblocker ein. Jetzt wird die Seite sich aktualisieren und unten werden deine Webblocker bzw. Adblocker angezeigt. Du scrollst einmal runter und kannst dir deinen Adblocker aussuchen, den du gerne haben möchtest. Ich gehe jetzt mal auf AdGuard, weil ich mit AdGuard eigentlich schon ziemlich gute Erfahrungen habe. Wenn du auf deinen Adblocker geklickt hast, dann wird sich die Erweiterungsseite öffnen und hier kannst du auf den blauen Button klicken, zu Firefox hinzufügen. Dann wird sich oben nochmal ein Fenster öffnen, worauf diese Erweiterung zugreift und das kannst du dir auch gerne angucken. Hier gehen wir auch mal auf hinzufügen. Firefox wird die Erweiterung jetzt installieren. Oben rechts wird sich nochmal ein Fenster öffnen, das muss er einfach nur bestätigen. AdGuard wird jetzt nochmal die Optionsseite von der Erweiterung öffnen und hier kannst du die Erweiterung nach deinen Bedürfnissen einstellen. Solltest du davon keine Ahnung haben, wie du das einstellen möchtest, dann klick jetzt oben auf das i. Ich habe AdGuard da nochmal richtig eingestellt. Ende im Gelände und da sind wir auch schon am Ende. Solltest du bei Firefox deine Sprache ändern wollen, dann klick jetzt oben auf das i. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ein fettes Dankeschön dafür.